Voilà, Covid génial. Der New Yorker Produzent LP gehört in den 90ern mit seiner Rap-Formation Company Flow zu den ganz Großen. 2013 tut er sich mit Killer Mike zusammen, einem politischen Hip-Hopper aus Atlanta, der seit 15 Jahren ein Album nach dem anderen veröffentlicht und nebenher bei Outkast mitrappt. Die beiden gründen das Duo Run the Jewels, unterschreiben beim Label von Hip-Hop-Millionär Nas und machen seitdem die Bühnen dieser Welt unsicher. Vor ihrem Konzert in Paris tauchen Killer Mike und LP in der Tracks-Plattenschatzkiste nach Kindheitserinnerungen. Ich nehme Peter Tosh. Das Bild erinnert mich an den Keller meiner Mutter in den 80ern. Sie rauchte Berge von Marihuana mit ihren Freunden und hörte dabei coole Musik. Unter anderem Bob Marley, Peter Tosh, The Wailers und all die coole Scheiße. Das erinnert mich echt an meine Mama. Gott schütze sie. Mich erinnert das an dein Leben heute. Stimmt, genau so sieht mein Leben aus. Los, Peter, fangen wir mit Legalize It an. Criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Heute werden tatsächlich Rapper für ihre Texte vor Gericht belangt. In einem angeblich freien Land, wo Redefreiheit herrscht, muss ich auf der Bühne aufpassen, kann aber so jedem sagen, fick deine Mutter. Das hat keinerlei rechtliche Konsequenzen. Aber die Texte dieser jungen Rapper werden gegen sie verwendet. Das ist zwar nichts Besonderes. Beim Jazz, Soul, Funk und Rock'n'Roll war es auch so. Aber heute deswegen vor Gericht gestellt zu werden, ist hochgradig lächerlich. Ist Rap für dich der beste Ort, um seine Meinung zu sagen? Für mich schon, weil ich mich gerne auskotze. Beim Rappen kann ich alles loswerden. Wenn ich meine intelligenten Sätze loswerden wollte, müsste ich in irgendeinem ausländischen Parlament sitzen, denn ohne Fluchen geht es nicht. Wer in Amerika als schlau gilt, muss nett bleiben. Man sollte sich aber auch mal gehen lassen dürfen. Und das kann ich beim Rappen. Tracks geht weiter in den sozialen Netzwerken, auf unserer Website und natürlich mit der App.